Bist du da? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Lords of the Fallen. Das Spiel habe ich schon sehr lange in meiner Steam-Bibliothek immer gewollt anzufangen, aber nie getraut, endlich anzufangen. Und jetzt ist es soweit. Ist ja auch ist ein Souls-like-Spiel. Soll wohl nicht ganz der Qualität eines Dark Souls entsprechen, aber ich mag solche Art Spiele sehr gerne. Deswegen habe ich mir gedacht, packe ich das jetzt doch endlich mal an und spiele das mal durch. Hoffe ich jedenfalls irgendwie. Was gibt's noch zu sagen? Ja, das ist von Deck 13. Lord of the Fallen ist wohl der geistige Vorgänger von The Surge. Was wurde, also Lord of the Fallen ist 2014 rausgekommen, The Surge 2017. Ich habe The Surge zufällig gespielt, hat es auch nie auf der Agenda und habe mich schockverliebt. Ich habe das Ding sofort durchgespielt mit Game Plus, alles Bibapo, das hat mir so viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, diesen Effekt hat es jetzt bei Lord of the Fallen genauso. So, jetzt nicht lang schnacken, ab. Ich habe schon mal kurz angetestet, quasi den ersten Gegner mal gelegt, einfach nur um mal zu schauen, wie die Steuerung ist und wie das alles so abläuft. Und natürlich die Einstellungen. Und ja, viel gesehen habe ich nicht. Und jetzt würde ich sagen, machen wir ein neues Spiel. Ich wünsche schon mal viel Spaß. Also, wir müssen das mal auswählen. Dann machen wir den ersten. Ach so, ja, da war ja was. Wir dürfen ja gleich irgendeinen Zauber aussuchen. Was haben wir denn hier? Auswahl der Magieklasse. Gebet. Okay. Ein bewegungsloser Klon, der die Gegner auf sich zieht, stellt einen Teil deiner Gesundheit mit der Zeit wieder her. Das hört sich sehr gut an. Rage. Eine dich umgebende Kraft, die deine Angriffskraft erhöht sowie Energiebeschränkungen aufhebt. Erdbeben. Mächtiger Verbünder steigt herab, um dir zu helfen und zerschmettert deine Gegner mit einem riesigen Hammer. Hört sich sehr gut an. Und Rammen, ein mächtiger Sturmangriff, der Gegner nicht nur schadet, sondern sie bekommen man was? Und sie bekommen also Quatsch. Und sondern sie benommen machen oder zu Boden werfen kann. Und was haben wir hier? Täuschen. Haben quasi, so wie ich das so überfliege, alle die gleichen, also ziemlich die gleichen Effekte, außer eben jetzt Energiegeneration, und das andere wird wahrscheinlich Magiegeneration, ja eben. Der Rest, er ist nicht das gleiche, aber es ähnelt sich doch relativ. Ja, jetzt die Frage, was machen wir denn? Ja, zurück. Spindeln, Beulen, okay. Also, Moment. Was ich gerne machen würde, ich würde eine schnelle Klasse spielen. Bei der Auswahl hat man schon gesehen, es gibt so eine Art Typ oder Schurken oder je nachdem. Den würde ich gern spielen. Jetzt bin ich am Schwanken, nehmen wir das? Weil Teil der Gesundheit ist ja die Frage, wie viel ist ein Teil der Gesundheit? Oder nehmen wir das? Energieregeneration ist natürlich auch sehr gut. Dann kann ich wenigstens öfter zuschlagen. Und das sieht mir so eher nach Schurkenklasse aus. Ich glaube, wir nehmen das hier. Wir probieren es mal. Also wir wählen das. Und das ist das, was ich gemeint habe. Es gibt den Krieger, Kleriker, ist wahrscheinlich so ist eine Mischung aus Tank und Magier. Und dann gibt es natürlich den Schurken. Und den Schurken würde ich gerne haben wollen. Weil ich bin Fan von der Fast Roll und nicht von der Fat Roll, weil da gibt es in dem Spiel genauso. Und ich bin eher Fan davon, sich schnell zu bewegen, statt so langsam vor sich hin zu tümpeln. Somit nehmen wir den. Nachteil, er macht halt wirklich erstmal nur 8 Schaden. Im Gegensatz zu 17 oder 22. Naja, da müssen wir durch. Ja. Dann todesmutig. Jetzt aber viel Spaß. Oder? Oder?
Intro. Gefallener Gott, Schöpfer und Zerstörer von Welten. Höre meinen Ruf! Meinen Ruf! Meinen Ruf des Widerstands! Hand Gottes. Eine andere Zeit, ein anderer Krieg. Warte, wir haben Steinwehr erreicht. Und so nähert sich die Suche nach Antanas ihrem Höhepunkt. Hoffentlich ist der, den wir suchen, den Blutzoll wert. Da sind wir. Ich dachte, ich habe zwei Dolche. Wir sind endlich da. Machen wir uns an die Arbeit. Es ist ruhig. Zu ruhig. Selbst für ein Kloster. Warte. Gegner. So, was will denn das Spiel? Also, Grundlagen zu erlernen, ja, ich mal direkt mit. Okay. Ja, das sind jetzt die Grundlagensteuerung. Das ist im Prinzip, ändert sich da nicht viel zu Dark Souls. Vielleicht die paar Tasten, die anders belegt sind. Ja, ja. Okay, wir visieren ihn an. Hey! LB, okay. Und jetzt kann ich Attacke. Und nochmal. Und nochmal? Nein. Was? Okay, ja, nach links. Und RB. RT. Und nochmal. Das war's. Okay. Ja, orange Balken ist der die Ausdauer, okay. Rot ist die Lebensenergie. Und blau wird wahrscheinlich dann Magie sein. Okay. Dämonisches Waffenpaket freigeschalten. Okay. Rätselmönch, was ist denn ein Rätselmönch? Starthilfe 1 freigeschalten. Gott, was kriege ich denn hier ganz alles für Zeugs? Nee. Wo kommt denn? Ach, da ist es im Winter. Äh.
Also Ausrüstungsgegenstände habe ich keine neuen. Waffen habe ich andere. Ein Hammer, ein Schwert, ein Dolch. Ein Dolch, was er findet. Obwohl, nee, mein Dolch, Dolch, was ich ausgewählt habe, ist exakt das gleiche. Ja, dann kann ich den auch behalten. Dann ist es... Ach, Moment. Habe ich vielleicht die Möglichkeit? Also ich will es mal probieren. Ich weiß nicht, ob das klappt. Nee. Oder? Wenn ich den jetzt... Nee, ich kann keine zwei Dolche tragen. Echt jetzt? Doch, oder? Ja, aber da sind auch zwei Dolche abgebildet. Ja gut, dann nehmen wir halt dieses komische Schild. Na gut. Was haben wir hier noch? Tränke. Okay, eine Lebensenergie. Energieregeneration. Verleiht einen zusätzlichen Attributspunkt. Na, das heben wir uns mal auf. Verleiht einen zusätzlichen Zauberpunkt. Noch mehr? Nee. Was ist das? Unbekannte Rune, dreimal. Questgegenstände, Ringe haben wir keine und dann sind wir hier bei den Rüstungen. Na gut. Achso, Charakterentwicklung, was haben wir denn hier? Ach, das sind diese Zaubergeschichten. Naja, ich denke, das Spiel wird uns schon noch erklären, wie wir uns da hochleveln. Was ist das? Hä? Naja, wir gucken uns das dann später an. So, was müssen wir denn jetzt nun machen? Habe ich jetzt doch noch eine andere Rüstung gekriegt? Ich muss noch mal kurz reingucken. Ah ja. Die habe ich ausgewählt. Ach, das ist schwere Rüstung. Nein. Vielleicht zur Demonstration. Man sieht hier, der Kleine ist sehr agil. So gefällt mir das. Auch das zieht Ausdauer ab. Wir wählen jetzt mal, ich vermute mal, wenn wir jetzt überall, das ist ein bisschen umständlich gemacht, die schwere Rüstung auswählen. Was ist das? Handschuhe. Habe ich keine. Ach, das ist Arm. Das sind nochmal Handschuhe. Okay. Okay, ich vermute mal, ich sehe zwar jetzt cooler aus, aber man sieht, ich roll mich dezent langsamer. Je schwerer ich werde, desto langsamer rolle ich mich. Und ich bin Fan von schnell. Also, tut mir leid. Holen wir uns nochmal. Na. Also das, die Steuerung in dem Menü, die ist schon fragwürdig. So. Nochmal zur Demonstration und zack. Das gefällt mir schon viel besser. Und ich denke, wir werden auch nur solche Art Rüstungen jetzt dann auch tragen. So, also das war schneller Schlag. Und das war schwerer Schlag. Okay. Das ist abblocken. Das ist, nennen wir es mal, aktives Blocken. Okay. Dann reden wir. Sie ist verschlossen. Du blutest. Caslo, du verlierst immer noch Blut. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Genau, wenn du es so weit geschafft. Es wäre eine Schande, wenn du es nach all dem nur bis zur Türschwelle schaffen würdest. Ich habe solche Verletzungen schon behandelt. Ich kümmere mich darum, sobald wir drinnen sind. Ich mag diese rauchige Stimme von dem Hauptprotagonisten. Ich hätte das gelesen, wie finden wir Ananas? Wie finden wir Antanas, wenn wir es reingeschafft haben? Der Mann, den wir suchen. Er will gefunden werden. Na dann. Ich sehe nur Leichen. Keinen einzigen Überlebenden. Antanas würde sein Leben geben, um sein Volk zu schützen. Wenn er noch lebt, dann gibt es auch noch andere.
Es muss doch möglich sein, diese verdammte Tür aufzubekommen. Vielleicht einen Schalter. Oder einen Schlüssel. Also. Huch. Finde den Schlüssel. Okay. Oben links wird immer angezeigt, was die nächste Quest ist, scheinbar. Okay, man kann alles kaputt machen. Das ist eindeutig Dark Souls. Ich habe da hinten irgendwas blinken gesehen. Diese Kreaturen kommen immer wieder. Wir wehren sie ab, doch es sind zu viele. Es ist widerwärtig, wie sie sich bewegen. Die Glieder drehen und biegen sich auf eine Art, wie sie es nicht sollten. Und der Geruch. Es ist, als ob Feuer und Tod einem in die Nase kröchen. Eine der Kreaturen spuckte uns im Kampf an. Der Speichel traf mein Auge. Es brannte und brennt sich immer weiter in mich hinein. Okay. Ist hier irgendwo was? Geheimgang, irgendein Schalter. Es kann doch nicht sein, dass ich schon die ersten paar Minuten komplett scheide. Da oben war was geblinkert hat. Hier. Oder? Nee, da ist doch was. Doch, da dreht sich was. Ah, man sieht's. Ja, da ist irgendwas. Oh. Dann nehmen wir doch mal die Tür. Wieder mal öffnen. Hallo? Oh, hallo. Wenn ihr Freunde. Okay, ich kann den mit einer schnellen Schlagkombo wirklich niederstrecken, ohne dass meine Ausdauer komplett weg ist. Das ist doch schon mal was. Ja, der Nachteil ist, man braucht mehr Schläge. Der Vorteil ist, man hat mehr Schläge. Na? Ach, guck mal an. Machen wir mal einen starken Schlag. Okay, also gut, es sind wirklich diese kleinen Mini-Mobs, die werden uns nichts tun. Na, wo gehen wir zuerst hin? Können wir uns da an. Können wir uns anschleichen? Können wir da vielleicht Dings machen? Bleib mal ruhig, ganz ruhig. Ich will mich nur anschleichen, ich will was probieren. Gibt es da auch die Backsteps? Ja, die gibt's! Sehr schön. Okay, dann weiß ich, was ich machen werde. Huch. Und es verändert mich. Mein Schädel. Die Knochen bewegen sich. Sie wachsen. Es fühlt sich nicht wie Gift in meinen Adern an, eher wie flüssige Finsternis. Wir haben bei den anderen schon gesehen, was als nächstes passiert. Erst lässt das Augenlicht nach, dann folgt der Verstand. Bruder William, Bruder Peter und ich werden nicht zulassen, dass die Krankheit uns überwältigt. Wir wählen den Tod, bevor er uns wählt. Ich lasse diese Audiodateien einfach mal laufen, diese Audiobücher. Ohne dass ich versuche währenddessen nicht zu kämpfen, damit wir da alles mitkriegen. Was? Achso, Fokus ändern, klar. Das ist wie bei Dark Souls. Gut. So. Schaffen wir das schnell? Ja. Na gut, die werden sich nicht. Oha. Anvisieren, danke. Ey, hallo, was bin ich denn? Der schnabuliert. Hey. Wie trinke ich eigentlich so einen Heiltrank? Ah, okay, so. Was ist das? Versiegelte Rune. Okay. Ah, was haben wir denn hier hinten? Na, guck mal einer, guck. Was haben wir hier? Leere Flasche. Und das ist nichts.
Ja, ich würde den Satz wahrscheinlich öfters sagen, aber ist das jetzt wie bei Dark Souls, dass diese Gegenstände, die man da zu Tode rollt, dass da eh nichts drin ist oder kann da echt mal was drin sein? Oh, Frage beantwortet, ich werde alles wegrollen. Das sind Sachen drin. Okay. Also ich mich jetzt nicht ganz täusche, beim ersten Teil bei Dark Souls war das auch so, da war nirgendwo was drin. Dann werden wir alles zu Tode rollen. Es tut mir leid. So, da ging es noch, glaube ich, lang. Genau. Erstmal rollen wir hier alles weg. Nö, nichts mehr. Gut, gut. Hallo? Das riecht doch nach Falle, oder? Ach, guck mal einer an, wer da ist. Guck mal einer, wer da guckt. Na komm. Ich möchte mal das Blocken üben. Machst du was? Ja, dann übe ich nicht das... Ach! Schnabulieren ist ja angesagt. Okay. Ja gut, die sind wirklich Kanonenfutter. Oh, die lassen gut Sachen fallen. Versiegelte Rune. Okay. Hallo. Was ist das denn? Was ist denn hier? Aber hier auf dem Kopfhörer hört sich so an, als ob da irgendwo so links und rechts irgendwie lauter Gegner noch sind. So, was haben wir hier? Lieber Vater, die Feuer am Horizont breiten sich in Richtung unseres Dorfes aus. Ich flehe dich an, gib Acht. Etwas Böses geht vor sich, das kann ich spüren. Du kannst jederzeit hier im Kloster Zuflucht suchen. Was auch immer geschieht, Antanas kann uns retten. Bitte. Bitte gib auf dich Acht. Okay, Antanas scheint wohl nicht immer was Böses gewesen zu sein. Vielleicht ist er auch gar nicht böse, wir wollen ihn ja nur finden. Was ist das? Geisterrufsplitter, was ist das? Okay, wenn ich einen Gegner, mächtigen Gegner besiege, öffnet sich da dieses komische Portal. Und dann werden wir wahrscheinlich noch stärkere Gegner finden. Oh, hallo! Ja, wer bist du denn? Wollen wir ein Tänzchen wagen, wir zwei? Na komm, oh. Oh, 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 oh. Okay, du bist ein bisschen... Hallo! Warte mal ruhig jetzt. Oh, das dreht sich. Oh, der hält was aus. Uiuiui. Ich versuche hinten ranzukommen. Nein, nein, nein. Oh, Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Ausdauer? Kann er nicht nach hinten rollen doch? Oh Gott, die Steuerung ist ein bisschen komisch. Oh, fuck, oh mio. Oh Mann. Ja, jetzt sind wahrscheinlich wieder alle da. Sind wieder alle da? Oh, jupp, es sind alle wieder da. Also gut. Bist jetzt immer noch so schwach wie vorhin? Nein, 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 nein. Ist gut, ist gut, ist gut. Oh, oh, oh. Was mache ich denn gerade? Halt mal! Das klappt noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Das war aber knapp. Ah, okay, die Tränke werden auch wieder aufgefüllt. Warum ich jetzt auf einmal 7 habe statt 6, okay. Jetzt müssen wir nochmal den Fehler. Okay, die sind jetzt aber hier gleich ganz schön bissig. Ja, gut, der nächste wird einen Maschen durch. Au, au. Kann es sein, dass ich gerade Welpenschutz hatte, dass die jetzt so richtig schön aggro werden? So, ihr bleibt da unten stehen, ne? Ihr macht jetzt nichts. Hi. Sag mal. Ist aber mal gut.
Ja, man darf wirklich den Fehler nicht machen, dann überstürzt einfach loszurennen. Da gibt's nur aufs Maul. Was ist das für eine Anzeige da, unten? Da geht die Prozentzahl nach unten, was auch immer das bedeutet. Ja, ja, komm. Ach, ich sollte mal lernen zu blocken und anzuvisieren. Okay, der richtige Tritt zur richtigen Zeit. Was habe ich denn jetzt gemacht? Cool. Okay, was machen wir, wenn ich Schild wegkomme und der macht das? Dann schlägt er auch. Ach was. Ach, guck mal einer an. Ich habe zwei Dolche. Ja, das probier doch mal aus. Hallo. Hallo. Oh Gott, ich muss dann links und rechts schlagen. Echt jetzt? Okay. Jetzt haben wir die ganze... Ach so. Die Anzeige da unten, das war... wie viel Anführungszeichen Prozent, also wie lange noch das bestehen bleibt. Das bleibt nicht ewig bestehen. Ui, die Zeit läuft ab. Ja, das ist ja hervorragend. So, jetzt gucken wir mal. Ich gucke erstmal nach unten. Ist hier irgendwas? Hallo? Ach was. Hinterlistige Gegner. Was geht da? Bist du auch noch am Leben. So. Und was haben wir hier? Riesenschlüssel. Okay. Magiesplitter. Ich muss mich dann erstmal damit auseinandersetzen, was eigentlich was ist. Ist da noch irgendwas Besonderes? Nö. Nun gut, dann wollen wir doch mal unseren Herrn Kollegen hier nochmal begrüßen. Ich will mal was probieren. Komm her. Na komm, Butt. Ja, ja, diesen Akku-Move, den macht er immer. Ach, ich habe vergessen, ein bisschen. Beweg dich. Also, geht doch. Zack. Und weg ist er. Streitaxt des Marodeurs. Okay. Na, jetzt kommen wir wieder in die Haupthalle. Ist hier noch irgendwas? Nee. Ach doch. Guck mal an. Energiesplitter. Mhm. Ja, und da vorne ist definitiv was. Kommen wir da irgendwie hin? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, was ist denn hier drin? Kann man hier was machen? Ach, da oben kommt man wohl irgendwie auch hin. Vielleicht ist das ein Shortcut. Das kann natürlich auch sein. Den wir uns noch freischalten müssen. Gut, Meister, wir haben den Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Aber hallo. Worauf wartest du? Öffne die Tür. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Hier, das hilft dir sicher weiter. Geschenke? Was hat er mir gegeben? Hä? Ach, der hat mir wieder 7 Tränke gegeben. Also quasi aufgefüllt. Was ist denn eigentlich... Was sind die anderen Zeichen da unten? Hm. Naja, wir gehen mal weiter.